In einem stetig enger werdenden Markt mit nachlassender Kundentreue muss auch ein Bestseller wie der Volkswagen Tiguan immer wieder neu beweisen, dass er zu mehr fähig ist, als nur sicher und komfortabel ans Ziel zu kommen. Vernetzung und Elektrifizierung mit einem Hauch von Luxus lauten die Stichworte, an denen entlang die Hersteller stetig entwickeln müssen. Beim neuen Tiguan meint Volkswagen, dies alles beachtet zu haben und will den großen Erfolg des Vorgängers nun fortsetzen. Im Großstadtdschungel von Berlin konnten wir uns von seinen hohen Ansprüchen auf der Straße und im Gelände überzeugen. Die Nähe zum Touareg ist sowohl optisch als auch technisch wahrnehmbar. Die wuchtig und breiter gezeichnete Frontpartie des nunmehr auf dem modularen Querbaukasten basierenden SUV macht Eindruck. Der neue Tiguan vermittelt auch durch seine massiv auf der Straße stehenden Proportionen einen hohen Qualitätseindruck. Charakteristisch für die Seitenansicht ist die sogenannte Tornado-Linie und eine prägnante, ausmodellierte Sicke, die bis in die Heckklappe hineingezogen ist. Jedes Detail vermittelt ein hohes Fertigungsniveau und besticht den Betrachter. Rammschutzleisten und kunststoffbeplankte Radläufe sagen uns, wie sehr es den hoch auf den Rädern stehenden Tiguan auf gröbere Wegstrecken zieht. Das eckige Design der Leuchten harmoniert perfekt mit der modernen Urbanität von Lifestyle und Graffiti. Zum Start fährt die zweite Generation mit 3 Motorisierungen vor. Im Endausbau soll die Baureihe 4 Diesel- und 4 Benzin-Varianten bieten. Die Einstiegsmotorisierung wird ein 1,4 Liter großes TSI-Aggregat mit 125 PS sein, die stärkste Version ein 240 PS leistender 2 Liter Biturbo-Diesel. Voraussichtlich 2017 ergänzt ein Tiguan mit verlängertem Radstand das Angebot. Wenn unser neuer Kunde ins Auto einsteigt, dann wird er sehen, wie perfekt das Interieur mit dem Exterieur harmoniert. Dass wir es geschafft haben, einen Bestseller noch zu toppen, das war die größte Herausforderung, die wir auch hatten im Design. Das ist uns gelungen. Der neue Tiguan ist ein formvollendetes Fahrzeug. Und man wird im Interieur sehr schöne Details entdecken, die nicht laut sind, was eben auch nicht unseren Kennwerten entspricht. Sondern wir sind reduziert aufs Wesentliche, hochpräzise und dabei immer noch emotional. Das spiegelt sich im Interieur wieder, gerade auch in den Oberflächen, in den Materialien, in der Farbgestaltung. Sie sehen hier die hochwertige Lasernarbe, die im neuen Tiguan die Premiere hat. Perfekt präzise ausgearbeitet, sodass es uns möglich ist, positioniert auf Fugen und auf Phasen einzugehen. Und wir haben versucht, diese sportive Narration durch unsere Oberflächen durchzuziehen. Man sieht hier eine sehr, sehr maskuline, sportive Mikrofaser. In den Sitzen haben wir ganz bewusst mit Kontrasten gearbeitet. Also daher sind unsere Sitze bicolor, damit wir diese Sportivität, die wir durch das ganze Fahrzeug ziehen, auch wiederfinden. Die Nähte an sich haben schon durch die Radien sehr sportive Elemente, sehr maskuline Elemente, die sich durchziehen. Wir arbeiten mit Mikrostrukturen, die man zum Beispiel auch hier im Dekorbereich sieht, sehr präzise ausgeführt. Das sind alles Elemente, die wir auf den zweiten Blick erkennen, die für uns ganz wichtig sind, weil da steckt die Emotionalität drin. Wir wollen eben nicht laut sein. Das Lenkrad im Tiguan ist grundsätzlich handbeledert. Das ist eine Handwerklichkeit, die perfekt ausgeführt sein muss, weil man jedes Detail, das nicht so ausgeführt ist, sofort erkennen würde. Und allein die Handnaht benötigt 45 Minuten ausgeführt von einem Sattler.
Wir haben im Innenraum zwei Trimfarben. Es ist einmal das komplett schwarze Interieur, das sogenannte Titanschwarz. Und dann haben wir noch das Storm Grey. Das ist dieser helle Bereich, den Sie hier im Interieur auch sehen. Sodass wir dem Kunden die Möglichkeit geben, entweder tatsächlich sich in einem dunkleren, in einem vielleicht subtileren oder unauffälligeren Bereich zu bewegen. Und genauso in einem viel helleren, der natürlich auch mehr Licht zulässt. Das ist eine komplett andere Atmosphäre, komplett andere Stimmung, die wir eben eher in dieses technische Grau gelegt haben. Und was vielleicht noch zu erwähnen ist, ist, dass das schwarze Interieur uns die Möglichkeit gibt, mit sehr starken Farben, wie das Lederpaket, was wir im Safrano-Orange anbieten, was extrem auffällig ist, extrem expressiv ist. Der neue Tiguan soll also nicht nur gefallen, sondern auch gut nutzbar sein. Sowohl für Familienzwecke wie auch für die Freizeit. Warum also nicht mal auf einen BMX-Parcours? Weiterhin im Angebot ist die wählbare Offroad-Front, die gegenüber dem Standardgesicht einen größeren Böschungswinkel erlaubt und das Fahrzeug mit durchaus ernstzunehmenden Geländefähigkeiten versieht. In der Vergangenheit entschieden sich etwa 20% der Kunden für die etwas rustikaler aussehende Offroad-Front, während der Allradanteil insgesamt über 50% lag. Mit der maximal zur Verfügung stehenden Durchzugskraft von 320 Newtonmetern lassen sich auch sportliche Ambitionen verfolgen. Dabei ist es fast egal, dass nur wenige Kunden ihren Tiguan tatsächlich abseits befestigter Straßen bewegen. Abseits einer Verbindung zum Internet wollen jedoch nur noch wenige sein, weshalb ein optionales Paket aus Media Control und App Connect die Verbindung zu Smartphone oder Tablet herstellen kann und eine von vielen als unangenehm empfundene Offline-Situation vermeidet. Die Handhabung des Tiguan ist gewohnt unkompliziert. Die gegenüber dem Vorgänger leicht erhöhte Sitzposition ist Voraussetzung für eine gute Rundumsicht und souveränes Manövrieren in herausfordernden Situationen. Zweifellos ein Fortschritt für die Nutzer ist die erhöhte Anhängelast, die nunmehr bis zu 2500 Kilogramm beträgt. Die erste Generation des Tiguan gehört für Volkswagen inzwischen zu den volumenstärksten Umsatzbringern. Etwa ein Viertel der Gesamtzahl blieb bislang in Deutschland. Zunächst müssen mindestens 30.025 Euro für das Auto in der Basismotorisierung 2,0 TDI mit 110 kW bzw. 150 PS ausgegeben werden. Doch es geht bald noch günstiger, wenn der kleine Frontantriebsbenziner für 25.975 Euro in einigen Wochen folgt. Der Verbrauch wird von Volkswagen mit 7,3 Liter im Durchschnitt angeboten, was wir im zugegeben nicht sehr zurückhaltenden Testbetrieb nicht erreichen konnten. Von dem aktuellen Tiguan wurden seit 2007 ca. 2,8 Millionen Fahrzeuge weltweit verkauft. Also grundsätzlich sehen Sie sofort beim Auto, das Fahrzeug hat ein neues Design, das ist ermöglicht durch den MQB, wir haben andere Proportionen, das Fahrzeug ist etwas flacher, breiter und länger und dadurch steht es viel dynamischer auf der Straße, wir haben auch größere Räder am Fahrzeug, wir haben 50 Liter mehr Kofferraumvolumen, das geht jetzt bis zu 615 Litern. Im Tiguan haben wir sämtliche neuen Technologien im Fahrzeug, also Sie können zum Beispiel am Active Info Display erhalten oder ein Head-Up Display, aber auch die neueste Konnektivität. Der neue Tiguan ist bereits im Vorverkauf seit Januar und wird ab Ende April im Handel stehen. Der Basispreis liegt bei 25.975 Euro für die Trendline. Bei unserer Probefahrt wusste der Tiguan durch solide Kraftentfaltung bei gleichzeitiger dezenter Geräuschentwicklung zu gefallen und vermittelte ein hohes Qualitäts- und Wohlfühlniveau. Auf jeden Fall hat der neue Tiguan alles, um die Erfolge seines Vorgängers mindestens zu erreichen.
In einem stetig enger werdenden Markt mit nachlassender Kundentreue muss auch ein Bestseller wie der Volkswagen Tiguan immer wieder neu beweisen, dass er zu mehr fähig ist, als nur sicher und komfortabel ans Ziel zu kommen. Vernetzung und Elektrifizierung mit einem Hauch von Luxus lauten die Stichworte, an denen entlang die Hersteller stetig entwickeln müssen. Beim neuen Tiguan meint Volkswagen, dies alles beachtet zu haben und der kastenbasierenden SUV macht Eindruck. Der neue Tiguan vermittelt auch durch seine massiv auf der Straße stehenden Proportionen einen hohen Qualitätseindruck. Charakteristisch für die Seitenansicht ist die sogenannte Tornado-Linie und eine prägnante, ausmodellierte Sicke, die bis in die Heckklappe hineingezogen ist. Jedes Detail vermittelt ein hohes Fertigungsniveau und besticht den Betrachter. Rammschutzleisten und kunststoffbeplankte Radläufe sagen uns, wie sehr es den hoch auf den Rädern stehenden Tiguan auf gröbere Wegstrecken zieht. Das eckige Design der Leuchten harmoniert perfekt mit der modernen Urbanität. Das Interieur mit dem Exterieur harmoniert. Dass wir es geschafft haben, einen Bestseller noch zu toppen, das war die größte Herausforderung, die wir auch hatten im Design. Das ist uns gelungen. Der neue Tiguan ist ein formvollendetes Fahrzeug. Und man wird im Interieur sehr schöne Details entdecken, die nicht laut sind, was eben auch nicht unseren Kennwerten entspricht, sondern wir sind reduziert aufs Wesentliche, hochpräzise und dabei immer noch emotional. Das spiegelt sich im Interieur wieder, gerade auch in den Oberflächen, in den Materialien, in der Farbgestaltung. Sie sehen hier die hochwertige Lasernarbe, die im neuen Tiguan die Premiere hat. Perfekt. Tät von Lifestyle und Graffiti. Zum Start fährt die zweite Generation mit 3 Motorisierungen vor. Im Endausbau soll die Baureihe 4 Diesel- und 4 Benzin-Varianten bieten. Die Einstiegsmotorisierung wird ein 1,4 Liter großes TSI-Aggregat mit 125 PS sein. Die stärkste Version ein 240 PS leistender 2 Liter Biturbo-Diesel. Voraussichtlich 2017 ergänzt ein Tiguan mit verlängertem Radstand das Angebot. Wenn unser neuer Kunde ins Auto einsteigt, dann wird er sehen, wie perfekt. Will den großen Erfolg des Vorgängers nun fortsetzen. Im Großstadtdschungel von Berlin konnten wir uns von seinen hohen Ansprüchen auf der Straße und im Gelände überzeugen. Die Nähe zum Touareg ist sowohl optisch als auch technisch wahrnehmbar. Die wuchtig und breiter gezeichnete Frontpartie des nunmehr auf dem modularen Querbau